Herzlich willkommen zum NLP-Online-Kongress Neue Lebensperspektiven. Nutze dein Hirn beherzt. Mein heutiger Gast ist Carl Nielsen. Carl ist Doktor der Psychologie der Universidad Central in Nicaragua. Er ist Diplompsychologe und Diplomsoziologe. Außerdem ist er Heilpraktiker für Psychotherapie und Präsident der International Association of NLP Institutes. Und außerdem natürlich NLP-Lehrtrainer und Mastertrainer, je nach Verband. Und seit 2008 ist Carl außerdem Professor der Psychologie an der Universidad Central in Nicaragua und bietet dort Studiengänge in Psychologie an mit Schwerpunkt NLP und Coaching. Herzlich willkommen, Carl. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Ingrid, und herzlich willkommen all deinen Teilnehmern deines Kongresses. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank. Schön. Carl, du weißt ja, ne, die erste Frage, die ich hier allen stelle, ist die, wann ist dir NLP das erste Mal begegnet und was ist passiert? Meine Frau kam von einem Workshop zurück und hat davon erzählt. Und ich konnte das nicht glauben. Deswegen musste ich da selber mal hingehen. Und siehe da, diese NLP-Trainer hatten diese Möglichkeit, direkt mit dem Unbewussten einem eine Unterstützung zu geben, dass das eigene Unbewusste mit Zeichen und Ja und Nein und antworten kann und man nicht mehr angewiesen war auf die Interpretation des Psychoanalytikers oder je nachdem, welche Richtung oder Verhaltenstherapeuten oder sonst jemand angewiesen war, was der meint, was das jetzt bedeutet, sondern dass man richtig gehend das Unbewusste fragen konnte, sag mal, habe ich dich richtig verstanden, meinst du wirklich? Und dann hat das Unbewusste ein tatsächlich ein Zeichen gegeben, das nicht ablehnbar war, das nicht war. Hat mich einfach vom Hocker gerissen, ja, damals. Habe ich gedacht, wow, was, das geht wirklich. Man kann so mit seinem Innern sich anfreunden und so mit seinem Innern in Kontakt treten, dass man da, das war für mich der Hammer. Und seitdem habe ich diese Reise seit 30 Jahren mit NLP. Seitdem hat mich es immer mehr begeistert, hat mich immer mehr in Kontakt gebracht zu mir selbst, zu anderen Menschen. Und es sind einfach Wunder über Wunder in meinem Leben passiert, die ich im Wesentlichen allen dem NLP verdanke. Ach, das klingt schön. Wunder über Wunder, ja. Carl, was bedeutet denn dann NLP heute für dich? Dass NLP eine unendliche Vielfalt von Ausprägungen hat. Ich komme ja in vielen Ländern rum und schaue mir an, wie das in Lateinamerika aussieht oder in Afrika, wie sie dort NLP verwenden. Und es gibt halt diese Schnellschussvariante, die alle möglichen, das war einer meiner Klienten, warum soll ich 7 Jahre für die erste Million? Ich will 7 Millionen im ersten Jahr haben. Wie kann man mit NLP das erreichen? Und solche Verkaufsangebote von allen möglichen. Und es gibt das ganz seriöse NLP und NLP hat sich in verschiedenen Stufen auch entwickelt, bis hin zu, was du jetzt vorhin angedeutet hast, dass man auch Psychologiestudiengänge machen kann mit einem Schwerpunkt in NLP, dass NLP auch eine wissenschaftliche Anerkennung kriegen kann. Es kommt ja aus der Wissenschaft, das wurde ja von der Wissenschaft entwickelt. Bandler und Grinder haben ja damals das einfach wirklich extrem gut zusammengefasst, was damals Psychologie und Linguistik anzubieten hatte und das um so viel besser in kleine, einfache Schrittfolgen, was Psychologie zu bieten hat, dargestellt und Psychotherapie zu bieten hat, sodass Menschen das einfach verstehen, leicht anwenden können, Schritt für Schritt. So, NLP bedeutet für mich eine Möglichkeit, mit sich und seinem Innersten und mit anderen in eine andere Qualität von Kontakt zu gehen. So wie Milton Erickson das mal definiert hat als die Entwicklung der Freundschaft mit dem eigenen Unbewussten.